Hi, ich bin Lizzie. Heute machen wir wettertolle Experimente, inspiriert von Schnee, Regen und Regenbögen bei Gabbys Dollhaus. Gabby und die Gabby-Katzen lieben es, im Schnee zu spielen, das Beste aus einem Regentag zu machen und bei Kitty viel Regenbögen zu sehen. Brrr, ist etwas kalt. Ich glaube, ich fühle, dass es schneien wird. Es schneit! Oh! Fürs erste Glas machen wir Schnee im Glas. Schnappt euch eure Schneemäntel, denn es wird etwas kühl. Dafür braucht ihr weiße Temperafarbe, Babyöl, Wasser und eine weiße Brausetablette. Zuerst gebe ich etwa ein Achtel der Farbe hinein. Ich glaube, das reicht. Dann gebe ich noch etwas Wasser hinzu. Und nun rühre ich es um. Rühren, rühren, rühren. Das wird ein spaßiger Schneesturm. Und nun fülle ich es auf mit dem Babyöl. Komm schon raus. Es versucht mit mir zu sprechen. Nun füge ich die Brausetablette hinzu. Und plumps. Ich sehe Blasen, die nach oben steigen. Seht ihr, wie schaumig es wird? Und oben formt sich ein wenig Schnee. Schaut, da ist etwas Schnee. So ein schöner Schneetag. Die Blasen steigen hoch und jetzt sinken sie wieder. Das ist so cool. Das ist ein katztastischer Schneesturm. Echt super, dass wir einen Schneetag im Glas machen können. Mich hat das eiskalt überrascht. Wisst ihr, was Gabby und die Gabby-Katzen noch mögen? Regentage. Nun, sie bleiben an Regentagen gerne drinnen, um was Lustiges zu machen. Machen wir einen Regentag im Glas. Zuerst braucht ihr ein Glas, 2 Tassen Wasser, Rasierschaum und Lebensmittelfarbe. Zuerst gießen wir das Wasser ins Glas. Wie ein Wasserfall. Das war's. Als nächstes geben wir auf das Wasser eine große, fluffige Wolke Rasierschaum. Wow, so eine hübsche Wolke. Nun füge ich ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Ich werde blau nehmen, aber ihr könnt jede beliebige Farbe verwenden. Seht nur, wie schön der Regen aussieht, wenn er ins Glas fällt. Da muss man doch Regentag-Bananentanz hören. Danse des bananes qui donne la banane. Woo! La danse des bananes qui donne la banane. Und was gibt es nach einem Regentag? Regenbögen. Als nächstes kommt ein Regenbogen im Glas. Für unser Regenbogenglas brauchen wir ein Glas, Wasser, weißes Papier und eine Taschenlampe. Um den Regenbogen zu machen, nehmen wir das Glas und legen das weiße Papier darunter. Nun füllt ihr das Glas mit dem Wasser. Gluck, gluck, gluck. Nun nehmen wir die Taschenlampe und leuchten damit durch das Glas, bis wir einen Regenbogen auf dem Papier sehen. Wow, ein Regenbogen! So katztastisch! Das ist so hübsch, ich liebe Regenbögen! Also, das Wetter im Glasexperiment war fötchentastisch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Für mehr Basteleien und Kätzchenabenteuer schaut unbedingt Gabbys Dollhaus auf Netflix.